Ich möchte Ihnen heute eine kleine Geschichte aus meinem Weihnachtswunschgeschichten vorlesen. Und sie heißt Inas größtes Geschenk. Ina konnte an nichts anderes mehr denken. Noch 4 Tage bis Heiligabend. Und sie hatte kaum etwas vorbereitet. Da half nur noch ein Stoßgebet. Hilf uns, bitte, Herr. Aber gleich darauf kam Ina dieses Gebet schon komisch vor. Die kleine Wohnung war liebevoll mit vielen kleinen Dingen geschmückt, die sie mit den Kindern zusammen gebastelt hatte. Es duftete nach Tannenzweigen und selbstgebackenen Plätzchen. Eigentlich hatten sie doch alles, was sie brauchten. Ihr Mann und sie hatten vereinbart, sich in diesem Jahr nichts zu schenken. Und für die 3 Kinder hatte sie ein paar heruntergesetzte Kleinigkeiten besorgen können. Weihnachten mit Hartz IV. Das war schon anders als die Weihnachtsfeste davor. Sven verbarrikadierte sich seit Tagen im Keller, kam nur zum Schlafen hoch und sein Gesicht war verschlossen und blass. Der Keller war sein Zufluchtsort. Dorthin rettete er sich, wenn er mit der Situation nicht mehr klarkam. Ina wusste, wie sehr er sich schämte, so weit abgerutscht zu sein, dass er seiner Familie nichts mehr bieten konnte. Aber sie wusste nicht, wie sie ihn trösten sollte. Er verschloss sich so sehr vor ihr. Wenn im Radio oder im Fernsehen wieder mal von den Sozialschmarotzern gesprochen wurde, die sich auf Kosten der Solidargemeinschaft ein schönes Leben machten, dann schaltete er aus oder verließ das Zimmer und vergrub sich in seinem Bastelkeller. Und so blieben sie beide mit ihren Sorgen allein. Sven hatte immer gearbeitet, aber nachdem er seine letzte Stelle verlor, hatte er einfach nichts Neues finden können, trotz endloser Bewerbungen. Und irgendwann hatte er wohl aufgegeben. Er bewarb sich zwar noch, wann immer das Arbeitsamt einen Vorschlag hatte, aber seine Initiative und sein Mut schienen zerbrochen zu sein. Auch in die Kirche ging er nicht mehr gerne mit. All diese heile Weltfamilien, zu denen gehören wir eben nicht mehr, hatte er eines Tages bitter gesagt, nachdem er im Vorbeigehen die dumme, kränkende Bemerkung »Jeder, der Arbeit will, findet auch einen Job« eines anderen Kirchgängers gehört hatte. Klar hatte er Jobs gefunden, 1-Euro-Jobs, Aushilfsjobs, Putzjobs. Noch 4 Tage. Ina hatte etwas Geld zurückgelegt, das würde entweder für ein gutes, traditionelles Weihnachtsessen und Süßigkeiten für die Kinder reichen oder für ein paar zusätzliche Geschenke. Es war doch noch so viel nötig. Wenn das Geld knapp ist, verschiebt man viele Anschaffungen. Henrik brauchte dringend einen neuen Schulranzen, aber die waren teuer. Und dann die ganzen Dinge, die die heranwachsenden Kinder eben nötig haben. Neue Kleidung, Schuhe, Jacken. Zum Glück gab es noch die Großeltern. Ina konnte sich darauf verlassen, dass ihre Mutter den Kindern etwas Vernünftiges zum Anziehen schenken und Svens Mutter vielleicht etwas Spielzeug besorgen würde. Trotzdem, Ina hätte ihren Kindern sehr gern mal wieder ein paar Wünsche erfüllt. Jan und Janine, die Zwillinge, wünschten sich zum Beispiel schon so lange einen gemeinsamen Computer. In ihrer Klasse waren sie die einzigen ohne so ein Gerät. Aber wie sollte das gehen? Sie hörte schon die Nachbarin meckern. Kaum Geld für die Miete und den Staat auf der Tasche liegen, aber die Herren Söhne bekommen einen Computer. Klar, es ging nicht, aber wenn sie mit ansehen musste, wie sehr ihre Jungs sich solche Dinger wünschten. Plötzlich musste Ina lächeln. Das Problem kannte Maria wohl auch schon, dachte sie und fand das irgendwie tröstlich. Ich weiß, es geht nicht um Geschenke für uns, sondern um dich, Geburtstagskind. Ich schenke dir jetzt alle meine Sorgen und will ganz darauf vertrauen, dass du alles richtig machst. Wir wollen versuchen, deinen Geburtstag trotz allem ganz froh zu begehen. Sven strahlte wie ein Honigkuchenpferd und stöpselte hingebungsvoll an dem alten Kasten herum. Sein Freund und Nachbar Dennis hatte ihm das Gerät gerade mitgebracht. Hier, bei uns im Betrieb werden die Computer ausgetauscht und wir können die alten Modelle für ein paar Euro kaufen. Ich habe dir einen mitgebracht, sogar mit Monitor, Kabel, Software und allem.
hat mich nur 40 Euro gekostet. Den vermache ich dir, weil du mir im letzten Monat so sehr beim Renovieren geholfen hast und weil ich mich sowieso immer auf dich verlassen kann. Ist das ein Deal? Klar war es das. Sven war glücklich und die beiden fingen gleich damit an, den Computer aufzubauen und auszuprobieren. Wenn die Kids mitbekommen, was sie diesmal zu Weihnachten bekommen, die werden alle staunen, murmelte Sven und kam sich endlich einmal nicht mehr ganz so nutzlos vor. Und vielleicht wäre das Teil ja auch ganz gut, um wieder neu anzufangen, Bewerbung zu schreiben. Ina stieg aus der Straßenbahn. Zum Glück war es jetzt nicht mehr weit bis zum Diakonieladen. Irgendwie folgte sie einem Impuls, doch nochmal hinzugehen, warum auch immer. Drin herrschte ein dichtes Gedränge. Viele Leute stöberten in den gebrauchten und neuen Sachen herum, die hier für wenig Geld zu haben waren. Gebrauchte, aber gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Elektrokleingeräte, aber auch neue Sachen, manchmal von Geschäftsaufgaben, manchmal Mode vom Vorjahr als Spende. Und da waren sie. Funkelnagelneue, schöne, farbenfrohe Schulranzen für 10 Euro. Du bist ein Schatz, dachte Ina noch schnell und zwinkerte dem Geburtstagskind in Gedanken zu, als sie mit der Tasche im Arm an der Kasse stand. Und ich sag dir was, egal wie das neue Jahr wird, du bist und bleibst mein schönstes Geschenk. Ich hoffe, Sie können das auch so erleben, dass der Glaube an Gott, die Freude an Gott Ihr größtes Geschenk ist. Daneben verblassen alle anderen Weihnachtsgeschenke, die verderben nämlich, aber die Freude und der Glauben, die tragen jeden Tag. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten vierten Advent. Bleiben Sie behütet.